Ja, hallo meine Freunde, seid gegrüßt. Ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich euch. Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr hattet einen fleißigen Weihnachtsmann. Und ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, der Weihnachtsgruß ist für alle, die zeitnah gucken. Dieser Part wird an ersten Weihnachtstag im Jahr 2019 hochgeladen werden und anzuschauen sein. Und alle, die es später gucken, ja, ihr wisst Bescheid. Also, ein neues Let's Play von mir. Ich bin Andy und ich habe ja ein neues Let's Play, ein neues Projekt. Ich habe jetzt in letzter Zeit Zelda beendet, also hoch beendet habe ich schon vor langer Zeit, aber also im schon Ende September habe ich es fertig durchgespielt gehabt, aber wie gesagt, bis zum Hochladen hat es wieder etwas gedauert und auch RuneScape ist jetzt der letzte Part. Ja, entweder gestern spät Abend oder heute früh, heute ganz früh hochgeladen. Und ja, es ist Zeit für ein neues Projekt. Ich habe noch zwei andere laufen. Ja, das eine, Hyrule Warriors, das wird so ein bisschen so ein Nebenprojekt bleiben. Wenn ich Bock und Laune habe, werde ich mal ein, zwei Parts machen und so weiter. Und ja, Dragon Quest natürlich, das noch sehr, sehr lang sein wird. Gehe ich mal von aus irgendwie. Ja, und ja, Luigi's Mansion. Und ja, hier herunterladbare Inhalte. Das leuchtet hier so ein bisschen. Da gab es vor ein paar Tagen Inhalt, wenn man sich den für neue Spiele hier für den Polterpark, das ist ein Multiplayer und so weiter, das lassen wir außen vor, meine Freunde. Ich habe das Spiel, dieses Spiel ist erschienen am Halloween, also am 31. Oktober 2019, und ich gebe schon zu, schon zweimal durchgespielt seitdem, also wie gesagt, Weihnachten, also weniger als 2 Monate. Einmal ein cooles Spiel. Ich habe es nicht gleich blind. Deswegen erstmal, wie gesagt, weil noch andere Projekte am Laufen und zweitens mal, ja, es gibt genug andere, die es live, die es blind und direkt Let's Play haben, at Release. Und ich werde es jetzt halt spielen. Ich kenne schon vieles. Und ich denke, es sollte möglich sein, dass wir beim zweiten Durchspielen habe ich knapp die 100.000er Marke geknackt. Beim ersten Durchspiel war ich nicht ganz so gut, da war ich nur bei ein bisschen über 60.000. Das nur für, ich glaube, Bronze oder Silber, ich weiß gar nicht genau, gereicht. Aber ich habe jetzt einen ganz neuen, ich habe jetzt einen neuen Spielstand auf neuen Konto genommen, weil damit ihr dieses Bild hier sehen könnt, dieses Golden Hotel, nämlich. Wenn wir das jetzt normal starten würden, dann würden wir schon ein anderes Bild sehen. Also starten wir die Story. Neues Spiel. Eine neue Speicherdatei, bitte. Ja, wird automatisch gespeichert. Ja, es speichert immer, wenn wir durch eine Tür gehen und so weiter. Es wird uns später auch noch erklärt im Spiel. Man sollte auch 10 Sekunden warten. Und jetzt folgt das Intro. Ja, eine wunderschöne Hügellandschaft. Ein Reisebus. Ein goldenes Schild. Ja, und ein Tod fährt den Bus. Weiß nicht, ob das eine weise Entscheidung ist, aber ja, Peach und Mario, die Tots. Und natürlich Luigi. Und da ist noch jemand, den wir aus dem zweiten Teil kennen. Genau. Der Polterpinscher. Ihr wisst nicht genau, was auf dieser Einladung steht.
Aber wenn ihr euch, wenn ihr fragt, ob ich Teil 1 und 2 mal spielen werde, ich weiß es nicht. Teil 1, denkbar. Teil 1 wird denkbar sein. Auf dem GameCube, aber wieder Teil 2 auf dem 3DS. Ja, Peach ist in diesem Spiel ungewöhnlich locker, wenn wir das mal so nennen wollen, ja. Ja, wie gesagt, Luigi's Mansion, es gibt schon der dritte Teil inzwischen. Der erste Teil. Oh, wow. Also seht euch an, ein richtig super Hotel. Richtig hoch und alles. Goldglänzend, wunderschön. Also seht euch die Landschaft an, ja, allein die Landschaft ist schon cool. Ladevorgang, ja, also. Oh. Oh. Oh yeah. Oh. Oh, here I go. Ja, seht euch an. Und ja, wie immer. Natürlich Charles Martinet leistet hervorragende Arbeit mit Mario und Luigi. Ja, der Pointer-Pincher. Ja, X ist der Aktionsbutton. Ja, Peach. Luigi, wo bist du denn hin? Lass uns an der Rezeption einchecken. Ja, wir können nicht wieder raus, natürlich. Ja, Peach steht da hinten an der Rezeption. Mario, wie soll es anders sein? Ja, Doggy. Genau. Ja gut, er ist ein Geist, wieso er fressen kann. Ist gut. Ja, ihr seht, da sind die Bildnisse Todd, Luigi, Mario, Peach. Peach Gepäck. Ja, wie gesagt, Peach, klassisch in ihrem Reifrock, in ihrem Kleid, ihre klassische Frisur und so weiter. Ja, Peach ist, ja, einfach, ja, sieht immer niedlich aus, ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, ich wollte darauf kommen, es gab ja, wie gesagt, drei Spiele schon. Im ersten Teil hat Luigi irgendwie eine Villa gewonnen. Obwohl er an keinem Gewinnspiel teilgenommen hat und ja, er wurde halt in diese Geistergeschichte reingezogen. Da sind halt die ganzen Gemäldegeister ausgebrochen. Ja, der Polterfischer macht hier. Ja, wir können hier schon ein bisschen was machen. Aber es passiert noch nicht viel. Alles voller Geschenke, Blumen, Möbel. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Angestellten hier. Ja, die seht schon, hier stimmt schon irgendwas nicht. Was ist denn? Was ist das für ein Blick? Ich sehe ich etwa Beunruhigung? Ja, Hotelpage. Keine Sorge, unser Personal wird alles dafür tun, um euch einen denkwürdigen Aufenthalt zu ermöglichen. Ja, das ist wohl wahr. Ja, ihr seht, der Typ hat scheinbar eine Maske auf und ja, natürlich, ihr könnt es euch denken, selbstverständlich sind das alles Geister. Ja, im ersten Teil, da waren halt die Gemäldegeister irgendwie ausgebrochen und wir mussten sie halt wieder alle einfangen. Und ja, an irgendeinem Punkt im Spiel sind dann noch, ich weiß nicht, 50 Boosts oder so ausgebrochen, die wir auch wieder alle mühsam einfangen mussten, was im ersten Teil total bescheuert war. Tut mir leid, das so zu sagen, aber das ist so. Weil konnten den Raum verlassen. Wenn man sie gejagt hat und eingesaugt hat, konnten sie halt durch eine Wand
glitschen und dann waren sie weg und man musste halt teilweise große Umwege kaufen, um in den Nebenraum zu kommen dann und so weiter, wo der Buu dann drin war, und das war meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht gemacht. Und das haben sie im zweiten Teil, wo es dann schon mehrere Villen und so weiter gab, wo es dann so ein Tal gab, da ging es um so ein Tal, wo halt mehrere so eine Villen drin waren, die halt alle ihr eigenes Thema hatten, wo man, wo es halt um diesen Dark Moon im Englischen, im Amerikanischen hieß der zweite Teil ja Luigi's Mansion Dark Moon, wo es halt um diesen Finstermond ging, wo man die Bruchteile des Finstermonds wiederfinden musste, damit die Geister wieder, wieder gut wurden. Die wurden ja alle böse, weil der Finstermond halt weg war. Und auch da war wieder Buu natürlich König Buu. Wieder im ersten war König Buu, der hat sich ja herausgestellt, dass der hauptböse König Buu war. Der hatte so ein Bosa-Kostüm. So eine, ja, Art riesige Bosa-Figur, der drin war, gegen die man am Ende kämpfen musste. Und im zweiten Teil musste man halt direkt gegen ihn kämpfen am Ende. Und ja, auch natürlich hier wird König Buu wieder eine Rolle spielen. Ja, hier so ein Schwan aus Eis, der auch schon ein bisschen schmilzig aussieht. Was steht hier dran? Herzlich willkommen im Hui Hotel. Hier ist ein unvergesslicher Aufenthalt garantiert, ja. Jetzt gehen wir noch die andere Seite ein bisschen angucken. Ja, wie gesagt, wir können die hat. Im Moment ist halt alles noch schön und toll, scheinbar. Ja, hier haben wir wieder... Ja, der Pinscher wird immer... Die war noch eben irgendwo... Zeit, die Füße hochzulegen und zu entspannen. Darf ich euch eine Kostprobe aus unserem reichhaltigen Auswahl an Getränken anbieten? Ja, danke. Ja, der blockiert hier den Fahrstuhl natürlich. Der Fahrstuhl wird eine zentrale Rolle spielen. Entschuldigung wegen der Unheimlichkeiten, aber der Aufzug ist vorübergehend außer Betrieb. Das Problem sollte aber bald gelöst sein. Jo. Wollen wir einchecken? Ja, hier eine Pflanze. Jetzt guckt euch mal den Typ an. Nun, wie gefällt euch dieses wunderbare Hotel? Wir sind sehr stolz darauf, unsere Gäste mit Prunk und Luxus verwöhnen zu können. Ja, spätestens hier merkt man, dass irgendwas nicht mit dem Typen stimmt, weil der halt seinen Körper ohne seine Füße agiert. So, dann wollen wir mal einchecken, meine Freunde. Habe ich mit dem schon gesprochen? Ich glaube nicht. Sprechen wir noch kurz mit ihm. Hotelbrase. Ihr habt noch gar nicht eingeschickt, oder? Dann begebt euch bitte zur Rezeption dort. Ja, das werden wir machen. Hier ist die Rezeption. Hier ist unsere süße Peach. Hi, great. Dieses Hotel ist riesig, Luigi. Und auch so wunderschön eingerichtet. Wow. Was für ein Riesenglück, dass wir einen Aufenthalt hier gewonnen haben. Ja, zweimal auf denselben Trick reinfallen. Naja, gut. Ganz komisch. Ja, und hier sind die Tots. Ob Prinzessin Peach die ganze Zeug wirklich braucht, dass sie gepackt hat? Ja, warum nicht? Ah, Luigi, was ist los? Ah, oh nein! Entschuldigung. Jo, Tots. Mein Kopf steckt fest, ich komme nicht wieder raus. Ja. Die üblichen Tots natürlich. Ja, wir im dritten Teil, wie gesagt, sind wir das erste Mal nicht allein. Sondern wir haben Peach, Mario und die Tots als Begleitung dabei. Herzlich willkommen im Hui Hotel. Seid ihr bereit zum Einchecken? Jo. Thank you. Hier ist sie, unsere Gastgeberin.
Liebe Gäste, willkommen im Hui Hotel. Ja, sie hat so ein bisschen eine Art Sprache. Mein Name ist Sarah Schreck, ich bin die Inhaberin dieses Hotels. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid, in der Tat. Dann seht, wie sie sich bewegt, gar nicht verdächtig. Geh doch erstmal zu den Zimmern. Eure Reise muss sehr anstrengend gewesen sein. Um das Gepäck wird sich unser einzigartiges Personal kümmern. Ja, in der Tat. Bei VIPs gehört das selbstverständlich zum Service. Das sollte nicht nur bei VIPs zum Service gehören im Hotel. Genauer gesagt bekommen VIPs einen so erstklassigen Rundumpaket, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Gehen wir? Ja, die pudert sich immer zu. Und hat auch eine recht merkwürdige Hautfarbe, so ein lila Ton, so ein Purple. Oh. Ja, im fünften Stock liegen unsere Zimmer. Die Zimmer von Mario, Luigi und Peach sind auf der rechten Seite, auf dieser Seite. Und für die Tots haben wir auf der Seite gegenüber Zimmer hergerichtet. Ich wünsche einen angenehmen Aufenthalt. Ich wage vorauszusagen, dass er absolut unvergesslich sein wird. Ja. Und ja, Peach und Mario haben immer noch getrennte Zimmer. So, meine Freunde, wollen wir uns mal unser Zimmer hier angucken? Ah, luxuriös eingerichtet, nicht wahr? Wie gesagt, ich fand beim ersten Mal spielen diesen Goldton schon extrem irgendwie übertrieben, dass alles so in so einem Goldton gehalten war. Ja, Tee oder Kaffee, keine Ahnung. Uff, jetzt mit ausruhen? Nein. Ja, wenn wir das machen, dann wird die nächste Sequenz eingeleitet. Ja, wir haben hier... Ja, ein bisschen Konfetti und so. Ein Schrank, der auch glitzert ohne Ende. Da haben wir ein Smiley-Face drin. Wieder ein riesen Stapel Geschenke. Ja, ein Fenster mit schöner Aussicht. Früchtekorb. Ja, so eine Hand hier. Und wir haben natürlich ein Badezimmer. Auch das ist übertrieben goldglänzend. Mit einem Klo. Ein Waschbecken. Hände waschen nach dem Pinkeln und so. Ja, wie gesagt, Charles Martinet leistet wunderbare Arbeit mit diesen Luigi und Mario Vertonungen. Jo, meine Freunde. Ja, ich denke mal, bevor wir schlafen gehen, werden wir den ersten Part mal beenden. Ja, wie gesagt, wenn wir uns jetzt hier, wie gesagt, diese Szenen auslösen, dann wird natürlich ein bisschen was passieren, ganz logisch. Und das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, dieser Einstiegspart hat euch gefallen.
Ich hoffe, das ganze Spiel gefällt. Wie gesagt, mir gefällt es wirklich wunderbar. Ich werde noch viel noch darüber dazu kommen. Zu den coolen Sachen dieses Spiels und so weiter. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Und freut euch auf den zweiten Part. Ja, ich weiß nicht, ob der auch noch heute, also am ersten Weihnachtstag kommt oder vielleicht morgen. Wir werden es erleben. Bis dahin, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.